Servus und willkommen zu Company of Heroes 3. Und unsere geliebte Wehrmacht wird durch die Amerikaner wieder herausgefordert. Das Problem hier ist, ich kenne die Map nicht. Das ist eine offizielle Community-Map, die in den Map-Pool aufgenommen wurde. Von daher wollen wir mal schauen, dass wir hier nicht ins Hintertreffen geraten. Wir sehen relativ wenig Gebäude. Und wir sehen auch, dass wir relativ wenig Benzin überall haben. Deswegen gehen wir auf die Durchbruchsdoktrine. Das heißt, meine Sturmgrenadiere kann ich zu Sturmgrenadieren ausrüsten mit der MP40. Das sind sie im Nahkampf besser. Und die Amis sind ja eh so ein kleines Völkchen, was ja viel mit ihren Infanterie liebäugelt. Und ja, wir wissen, dass die Amis zu Beginn kein schweres MG ins Feld ziehen können. Das sind die Briten, die Amis müssen das abwerfen. Die Amis können dafür Mörser von Anfang an ausbilden, wo die Briten dann noch ein Gebäude extra brauchen. Wir haben den Vorteil, wir haben beides in einem Gebäude. Und unsere Pioniere gehen jetzt mutig voran. Da haben wir ein kleines Gebäude direkt hier vorne dran mit einem kleinen Teich. Ah, ist kein Teich. Und hier unten haben wir auch ein Gebäude. Okay, also man kann das relativ gut befestigen tatsächlich. Aha. Ah, da gehen wir auch rein. Das umkämpfen wir. Das umkämpfen wir direkt. Wir haben den Vorteil. So. Da ziehe ich mich schnell zurück. Das ist meins. Da sind Sturmpioniere. Das ist hässlich, weil die sind stark. Gerade im Nahkampf. Aber mein MG42 rückt schon vor. Und sobald... Ja. So, einmal hinter die Wand. Ihr sollt hinter die Wand. Meine Güte. Muss man euch alles erklären. Ja. MG42 ist da. Have fun, my friends. Have fun. Hinter die Wand. Wir finishen die. Gehen hier in gute Deckung. Ja, schön. Ja, dieses MG42. Oh, ich lieb es so sehr. Oh. Oh, oh. Ne, da gehen wir raus. Wie gesagt, die sind sehr nahkampfstark, die scheiß Pioniere vom Feind. Okay. Wir rücken hier nach vorne. Haben das Upgrade. Na, die sind noch nicht so weit. So, ich weiß, der Rückzug war ein bisschen verfrüht, aber ich mache das lieber etwas früher als zu spät. Ja. Wenn er nach vorne kommt, ist dann mein MG42. Wir gehen hinter die schwere Deckung. Ja, guck mal, da rennt er schon. So. Ja, ja. Ich hoffe, dass er Spaß hat. Ah, okay. Wir müssen einmal ganz kurz unser MG neu ausrichten. Ja, die sind halt sehr nahkampfstark. Das ist halt ein kleines Problem. Aber kriegen wir hin. So, ein zweites MG kommt rein. Der Mörser arbeitet. Und ganz ehrlich, hier. Jetzt laufe ich. Na, war nicht ganz so smart. Okay, ihr geht da rein. Ja, okay, er geht sehr auf den Nahkampf. Ich weiß nicht genau, was sein Beweggrund ist. Aber dann gehen wir ins Gebäude. Zweites MG. Hey, das ist wirklich nur reiner Nahkampf, den er da spielt. Okay, damit kann ich leben. Die Pioniere machen hier gute Arbeit. Die MGs arbeiten auch. Wir gehen auf die Panzergrenadiere. Ja, okay. Einmal rausziehen. Wir sind ja beim Feind direkt vor der Haustür. Schweres MG hat sie. Mein Mörser ist in Position.
Ja? Einmal in Deckung gehen. Bitte nicht im freien Feld stehen bleiben. Ihr kriegt euer Upgrade. Einmal rausziehen. Ja. Das MG ist in Position. Das geht da rein. Das geht dabei. Ach, das ist zu nah. Scheiße. Okay. Wo ist mein zweiter Trupp? Ah, da unten. Und dann hier und das schnelle Produzieren. Wir brauchen dann gleich einen Pack, weil der hat nur Kleinkram. Der hat nur Kleinkram und Scheiße. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn er wirklich nur so viel Scheiße hat, so kleinen Mist, der wird safe gleich irgendwas kommen. In Form von einem Greyhound, leichter Panzer, sonst irgendwas. Da ist er schon. Okay. Sanitätsfahrzeug. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum das da kommt, aber ich akzeptiere es einfach. Rücken hier hoch. Ja. Wir holen gleich die Pack ins Feld. Mit meinen Panzergrenadiertrupps, meinen normalen Grenadiertrupps, kann ich hier auch meine Panzerfaust benutzen. Und okay, er spielt halt komplett auf den Nahkampf. Ich weiß das nicht, warum. Okay, aber... Wenn er noch ein bisschen näher kommt, kann ich die Panzerfaust benutzen. Ja, da gehen wir hin. Ja, er verstärkt sich halt die ganze Zeit. Das ist halt für ihn gut. Aber ich frage mich halt, was sein Mehrwert ist davon, weil das kostet ihn ja auch permanent Ressourcen. So ist es ja nicht. So, die Pack kommt hier ins Feld. Mörser dahin. Das nehme ich mir ein. Und ja, komm. Dann gönnen wir uns doch mal ein Stummelfahrzeug. Naja, es läuft da einfach durch und holt... Nee. Danke. Stummelumwandlung. Okay. Ja, MG42, bitte einmal aufbauen. Ja, haben wir. Das MG42 wird dann weiter Mutter reinhalten, so ist es nett. Mein Stummel ist bereit. Ja, okay. Mein MG42 haut mal rein. Genauso wie mein Stummelfahrzeug. Okay, hat er leider rausgeholt. Die Pack geht auch gleich, aber gar kein Problem. Das ist gar kein Thema. Das Ding holen wir raus, wenn wir die Panzerfaust. Aha, da ist der Greyhound. Ja, Mortar Position lost, dann kann ich leben mit. So. Ja, du gehst mal raus. Dann bitte nochmal das hier bemannen. So. Die Pack ist wieder bemannt. Ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ey. So. Wir haben ja ein bisschen was verloren, aber nicht so tragisch. Nicht so tragisch am Ende. Wenn wir jetzt die mechanische Kampfgruppe wären, hätten wir auch sagen können, dass wir dann einfach die Sachen hier auto-repairen lassen. Weil die haben die Fähigkeit, die dürfen das nämlich. So.
Rücken wir hier vor auf den. Nein, rücken hier vor. Auf die Flanke. Daneben sind die Pioniere. Und ja. Und damit können wir gleich nochmal den Mörser bemannen. Von daher alles entspannt. Der Stummel geht hier vor. Und er hat auf jeden Fall mehr verloren als wir. Weil wir können es einfach easy neu bemannen. Ja. Okay. Mit der Pack ziehe ich raus. Ja. Der Greyhound macht ein paar Probleme, aber alles in Ordnung. Ja, der Mörser arbeitet. Die Pack ist auch gleich in Position. Ja, der Greyhound, der geht nirgendwo hin. Und? Tschüss. Ja, da ist drauf. Da ist ihm auch drauf. Ja, er gibt auf. GG, GG. Nice. Auf der Runde 2. So, wir sind in Runde 2 und schon wieder sind es die Amis, die hier darauf drängen, dass unsere geliebte Wehrmacht Platz macht. Doch wir werden dieses Gebiet nicht aus der Hand geben, zumindest nicht kampflos. Wir werden das Oberkommando stolz machen. So, wir wissen, die Amis sind ein Völkchen, was sehr auf Infanterie setzt. Aber wir haben hier auf der Map auch sehr, sehr viel Benzin. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir spielen hier die mechanisierte Kampfgruppe. Und wenn es gut läuft, dann können wir den Panther ins Feld ziehen. Und der Panther, der wird den Amis Spaß machen. Der hat eine signifikante Schwachstelle. Das ist bei der Bekämpfung von Infanterie. Da ist sein Tiger besser geeignet oder der Panzerkampfwagen 4. Aber was die Panzerung angeht und von dem Damage Output, ja, da ist der Panther schon eine richtige Hausnummer. Solange ihm keiner ins Arschloch ballert. Das mag das gute Kätzchen nicht. So. Aufs schwere MG verzichten wir momentan. Weil. Ich sehe es gerade nicht. Nee, komm. Wir ziehen es runter. Hier. Oder hier. Hier rüber. Wir gehen immer auf die rechte Flanke. In der Mitte meine Grenadiere. Und das läuft. Wir müssen dem Ami hier ganz klar direkt von Anfang an zeigen, dass er hier nicht willkommen ist. So. Das haben wir. Und weiter geht's. Ja. MG42 im Feld. Wir gehen direkt in Deckung. Irgendwie ist mir zu still. Wo hockt er? Wo ist er denn? Ja. Wir holen uns noch einen Trupp Grenadiere. Aha. Da sind Speer. Okay. MG42 ist aufgebaut. Have fun, my friend. Have fun. Das sind nur Pathfinder. Okay. Oh. Geht mal da rein. Ich finde, dass ihr drauf geht. Das wäre zu früh für euch. Ihr habt zu Hause noch Frauen und Kinder, die auf euch warten. So. So. Auch nur so kleine Pathfinder, okay. Dann rücken wir mal hier rüber. Okay. Ja, wir nehmen das Benzin mal mit. Na komm, wir verziehen uns. MG42 hat das Benzin, haben wir auch. Das rücken wir runter. Wir werden das so nicht kampflos einfach aufgeben. So.
Ja, MG hat es eingenommen. Dann gehen wir hier vor. MG42. Ah ja. So, einmal runter. Das MG42 muss hier hin. Der würde mich gleich flanken. Gut, wir haben von zwei Seiten. Rückt mal ran. Wir wollen in Deckung gehen, nicht, dass er sich rumdreht. Dann sind wir hier dran. Das passt. Und ihr geht da vorne weiter. So, und jetzt holen wir uns. Wir holen uns diesmal die Luftwaffe-Kompanie. Wir wollen jetzt hier Jäger und vor allen Dingen wollen wir einen Wirbelwind ins Feld führen. Ja, nicht so geil gerade. Ja, in die Beine in die Hand machen wir auch. Oh, scheiß Gebüsch. So, dann rücken wir vor. Sein Trupp ist unterdrückt. Ja, okay. Dann gehen wir hier rein. Meine Pioniere nehmen sich das. Meine Grenadiere rücken vor. So. Machen wir das so. Und hier erstmal schöne Mine platzieren. Der Feind soll ja direkt begrüßt werden, wenn er kommt. So. Gebäude ist bezogen. Hier ist auch bezogen. So. Einmal vorrücken auf den Siegpunkt. Okay. So, da haben wir. Das haben wir im Feld, das ist sehr gut. Wir warten jetzt hier auf das mögliche Upgrade. Wir haben 1, 2, 3 Benzinpunkte, das ist sehr gut. Incoming Aircraft, wo? Ah, da unten. Okay. Soll es kommen? Mein MG42 freut sich schon. Ja, da ist es. Oh, ihr müsst raus. Ja, aber immerhin, die falschen Jäger vom Feind sind unterdrückt. Die Pioniere sind tot, das ist scheiße. Okay, wir holen uns eine Flak. Warum eine Flak? Weil die Amis viel ins Feld einfach abwerfen. Okay. Das ist unfreundlich von meinem Gegner gerade. Da so eine scheiß Smoke reinzudonnern. Weil. Die, ja, genau. Wollte ich sagen, weil die haben auch richtig hässliche Granaten. Naja, alles gut, alles gut. So, da haben wir es. Die Flak kommt gleich ins Feld. Aua! Da hinten ging nochmal was hoch. So. Die Flak kommt ins Feld. Und das Upgrade läuft. Dann können wir gleich noch unseren Wirbelwind holen. Der Wirbelwind ist auf jeden Fall was Schönes. Und noch ein paar mehr Minen. Jeder mag doch Minen. Fetzi, die lustige Landmine. Wer kennt sie nicht? Die haut jedes Mal rein. So. Die Flak kommt. Ist aufgebaut. Gleich zumindest. Nice. Ja. Daneben gehen wir mit meinem Grenadiertrupp. Geh mal ran. Ja. Diese hässlichen Granaten von Amis, die sofort hochgehen, sind einfach räudig. Und wir werfen auch mal eine Granate. Ja, wir müssen uns rausziehen. Wir müssen uns verabschieden, das hat keinen Wert. Wir gehen nur drauf. Wir bauen hier den Ressourcenpunkt aus. Dann kriegen wir halt ein bisschen mehr. Ja. Grenadiere sind da. Mein MG42 ist positioniert, das hat Bock. Ja. Man kann halt das MG42 oder generell Einheiten, die in Gebäuden sind, kann man sagen, hör zu, guck mal die und die Richtung, man muss nur auf dem Gebäude Rechtsklick halten. So, die Flak ist im Feld.
Da gehen wir direkt rein. Das Benzin wird ausgebaut. Ja, in Marder mag ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Marder möchte ich nicht. Ich hätte gerne einen Wirbelwind. So. Wir gehen weiter. Na, oh, schön. Das war die Mine und das MG42. Ich hoffe, ihr habt Spaß, Jungs. Das haben wir ausgebaut. Das sind jetzt 8 Punkte, was wir kriegen. Wir gehen hier rüber, machen das gleich auch nochmal. Und Wirbelwind. Nochmal eine Mine. Ach, es freut mich doch, wenn der Feind die Sachen, die ich ihm hinlege, auch so bereitwillig annimmt. Ja, wir nehmen das noch mit. Nochmal eine Mine. Na, ich habe halt ein paar hingelegt. So, wir marschieren weiter. MG42 hält hier die Position. Wirbelwind kommt. Wir haben genug Ressourcen, um nochmal Benzin auszubauen. Das sorgt auch dafür, dass der Feind das nicht einfach so einnehmen kann. Naja. Tu dir den Spaß so lange an, wie du noch kannst. Aha. Da gehen wir raus, weil das kleine Kackfahrzeug von meinem Feind ist ein bisschen stärker als meine Jungs hier, aber unser Wirbelwind ist Gott sei Dank besser gepanzert als das Kackding von den Amis hier. Und das geht jetzt raus. Das verabschiedet sich. Und tschüss. Only Tanks. Und tschüss. Das andere MG, ja. Das nehmen wir ihm auch weg. Er darf nichts haben. Er darf nichts haben. Holt ihm das weg. Da geht keiner mehr nach Hause. Keiner von euch geht nach Hause. Ja. So. Wirbelwind marschiert. Was heißt marschiert? Er fährt. Like the wind. Ja. Jetzt ziehen wir uns zurück. Ihr habt ja Sandsäcke dabei, Gott sei Dank. Infantry out of action. Sehr schön. So. Wir nehmen die Phosphor-Munition, die brennt so schön. Ja. Ja, die haben jetzt hier Anti-Tank, aber die machen den mal mit. Nee, du fährst hinterher. Die kommen nie mehr nach Hause. Die kommen nicht nach Hause. Die kommen nicht nach Hause. Ja, noch einer. Und? Nein, holen weg. Komm. Okay. Soll auch hin, ihr sollt hinter den Sandsack, ihr Affen. Okay. Mein MG42 hat gar keinen Bock. Okay. MG42 ist da. Kommt nochmal da rein. So. Okay. Irgendwie haben die keinen Bock, unterdrückt zu werden. Bin ich nicht gut, aber anscheinend spielen die das so. So, wir holen uns noch ein 8-Rad. Ja, schön. Promotion. Ja, Stufe 2. So. Wir fahren gar nicht mal so weit vor. Wir wissen ja, dass der Feind hier seine Pack ins Feld abgeworfen hat. Und es muss gar nicht sein, dass ich ihm da den Gefallen tue. Und mich da einfach dumm nach vorne bewege. So. Mein 8-Rad ist da. Es hat Nebelkanister. Okay. Das mobile reparieren und meine Stoßtruppen. So. Hier kommt nochmal da oben rein. Da oben ist schön. So. Ja, und hier bauen wir noch ein paar mehr Minen.
Die Flak ist relativ, ja komm, die ziehen wir vor. Die zweite Flak kommt auf den anderen Siegpunkt. Nee, du, da. Das ist doch ein schöner, schöner Spot. Na. Nee, das will ich nicht. So. Wir fahren ein bisschen hinten dran, weil irgendwo hier müsste die Pack stehen. Ja. Wir bleiben in der Deckung. Der Feind darf hier die Granate fressen. Aber macht er auch komplett. Da ist die Pack. Ja. Die Pack ist nicht mehr. Ja. Sehr schön. Und hier rücken wir weiter vor. Da können wir in den Rücken gehen. Das steht. Ja, ja. Ihr habt keinen Spaß mehr. Sehr schön, das steht. Jetzt gehen wir hier auf die Panzerkompanie und können dann gleich den Panther ins Feld ziehen. Nein. Diese Pack wirst du nicht mehr kriegen. Nein. Die gebe ich dir nicht, mein Freund. Noch ein paar Minen. Ich habe gehört, die bewahren die Freundschaft. Der Trupp schützen. Ja. Komm, du willst doch auch nie mehr nach Hause, oder? Die Frau nervt doch nur. Oh. Oh, jojojojojo. Einmal zu den Pios bitte fahren. Ja, okay, schön. Wir haben es noch überlebt. War knapp. So. So, der Panther, der ist schon ganz wild. Der hat schon Lust und Bock. So. Ja. GG, zweimal knallhart dominiert. Die Wehrmacht marschiert auf. Amis, nehmt euch in Acht. Ganz knallhart dominiert. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren und unsere Wehrmacht marschiert munter weiter voran.